Gut, dann lesen wir mal den Abschiedsbrief. Oh, Captain, mein Captain. Die schwere Fahrt ist aus. Eine ungewisse Zukunft erwartet uns. Und das erste Mal habe ich Hoffnung. Denn wenn eine Maschine, ein Terminator, den Wert menschlichen Lebens erkennen kann, können wir es vielleicht auch. Ich möchte Randall für jede einzelne seiner selbstsüchtigen Taten danken. Dank dir sind meine Augen jetzt endlich offen. Und jetzt, da du mir das genommen hast, was mir am liebsten ist, weiß ich, ich muss den Tod nicht fürchten. Dir möchte ich auch danken, Mutter. Danke fürs Renovieren der Küche, für all die hochwertigen Geräte. Aber das, was ich am meisten bereue, ist, dass ich dich zurücklasse, Sally. In diesem Karussell, das wir Leben nennen, warst du das Beste, was mir jemals passiert ist. Es tut mir leid, dir das anzutun, aber du musst weitermachen. Flieh vor diesem Wahnsinn und dreh dich nicht um. Lass dich von Randall nicht auf die dunkle Seite ziehen. Das allein zählt. Fall nicht auf ihn herein. Eine Sache noch. John mit dieser Maschine zu sehen, es machte die Dinge plötzlich so klar. Der Terminator würde niemals aufgeben. Er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun, niemals anschreien, niemals trinken und ihn schlagen oder sagen, er sei zu beschäftigt, um Zeit mit ihm zu verbringen. Er würde immer da sein. Und er würde sterben, um ihn zu beschützen. Von allen Möchtegern-Vätern, die kamen und gingen, war dieses Ding, diese Maschine, der einzige, der etwas taugte. In einer wahnsinnigen Welt war das die einzig rationale Entscheidung. Ergebenst Walt Whitman. Okay. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht, das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Jo, wir melden uns nochmal bei Sergeant Kramer zurück. Kann ich denn bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben, Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Es gefällt Ihnen doch, oder? Raus hier! Jetzt! Okay, dann verschwinden wir. Können wir wahrscheinlich wieder nicht mitnehmen. Ach, scheiße. Wie konntest du sowas nur machen, Matt? Okay. Hey, das ist ja ein Tatort. Nicht ins Blut treten, kapisch? Ja, Entschuldigung, Mann. Wir hauen hier ab. So, Sally ist wohl weg. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem nicht zerbrechen. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Okay, können wir hier sonst noch... Okay, hier gab es wohl so eine Art Kampf. Wozu? Oder sowas. Ja, Mann, als Erinnerung, Junge. Tu denn nicht. Okay, hoch können wir nicht. Verschlossen. Okay. Natürlich, als Kleptomane nehmen wir den mit. Jetzt nicht. Okay. Dann geht's nur nach unten, gehe ich mal von aus. Was zum Geier ist hier los? Ist das so eine Art Witz? Wenn ja, dann kapiere ich ihn nämlich echt nicht. Okay, erstmal die Fakten. Ich erlebe denselben Tag nochmal. Ich war nie ein Vorzeigeschüler, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Mhm. Jedenfalls nicht um diese Zeit im Jahr. Dazu kommt, ich bin der Einzige, dem das klar zu sein scheint. Außer dem Penner. Mhm. Also habe ich den Verstand verloren? Meine Mom hat immer gesagt, wenn ich zu lange dieses Spiel mit dem italienischen Klempner spiele, macht's mir das Gehirn kaputt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal passieren würde. Aber trotzdem, ein paar Sachen, die ich gestern gemacht habe, blieben unverändert. Ich habe immer noch das Geld von Mel... Und die Feuerleiter ist auch noch kaputt. Das ist echt seltsam. Vielleicht ist der dämliche Ring der Schlüssel. Ich glaube, ich muss ihn wieder beschaffen. Und das schnell. Hey, sieh mich nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Gut.
Dann würde ich mal sagen, fahren wir ins Pfandleihhaus. Und vielleicht besteht eine Möglichkeit, dass wir uns den Ring wieder zurückholen. Was ich nicht glaube, das wäre zu einfach. Aber versuchen muss man es. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Na, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Du erkennst mich nicht. Ich dachte, wir wären Freunde. Was kostet eine Dose Mercury Cola? Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Okay. Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. 5 Riesen? Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich hab mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein interessiert Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und er war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich habe Jim seitdem nicht gesehen. Aber genug davon. Bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Okay. Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil? Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Hm? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit 2 Zwerge in einem Kostüm war. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring. Ist er noch da? Nein. Ach, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Wie komme ich an den Ring an? Komm schon, es geht um Leben oder Tod. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Unternehmen? Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Hause komme und dir erzähle, was für ein Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben.
Diskretion. Besser. Tja, das war's dann für mich. Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Ich weiß aber, irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Hä? Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke. Na schön, dann verkaufe ich meinen Sporteimer nach aus der Zukunft eben woanders. Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Okay. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay. Such dir ein Tier aus und ich überleg mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotischer Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat. Aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen. Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten. Sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Was haben die vor? Ja, das ist natürlich gemacht. Und dann hast du das gemacht. Ja, mach mein Name. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. Okay. Keine Ahnung, was die vorhaben. Wir hauen hier ab. Ach, das ist so krass. Wo ist der Ring? Wer hat den Ring? Und wir sind ja noch nicht gekündigt. Und dann gehen wir mal zu unserem Super Chef. Super Idee. Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Eben. Hey, wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Gestern? Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Entschuldigung, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Ich kann nicht glauben, dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Okay, Alter, ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Das reicht, Hicks. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Du bist gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann? Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Und was noch schlimmer ist, du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Dieser Esel hat wie wild ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem Safe will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen und mein wertvoller Super-Zuckerschnecken-Katalog ist völlig ruiniert und riecht nach Thunfisch. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich. Na los, dann erklär mal. Sollte ich nicht irgendwas zur Koala-Convention liefern? Halleluja, preiset den Herrn.
Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will. Tja, tut mir leid. Zu spät. Du bist gefeuert. Aber ich... Raus hier! Okay. Die Frage ist, was für Videoaufnahmen hat er gesehen? Also, soweit ich jetzt sehe, ist hier keine Kamera. Ich nehme doch nicht die Päckchen weg. Wer weiß, was da drin ist? Ja, genau deswegen, Mensch. Du bist doch ein Kleptoman. Kein Durst. Oh Mann. Gut, wir hauen hier ab. Wow, ich werde immer besser. Schon scheiße, dass ich mich nur an die kitschige Verlobungsparty von Sally und Matt erinnern kann. Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Okay. Gehst du denn noch runter? Nein. Doch? Okay. Wir gehen in die Bar. Wir gehen nochmal in die Bar. Und vielleicht kriegen wir dort Antworten. Ich weiß es nicht. Wo ist dieser Ring? Wo ist nur dieser Ring? Okay. Was haben wir denn hier? Liegt da wieder eine Zitrone drin? Oder ein anderes? Hi. Oh. Okay. Kiste. Okay. Wir können uns verstecken und dort können wir reinsprechen und dort kommt es wieder raus. Nützt gar nichts, wenn ich es mit meinen Händen zuhalte. Okay, nützt gar nichts, wenn ich es mit meinen Händen zuhalte. Was haben wir denn, was wir drum wickeln können? Kleber? Das muss nicht geklebt werden. Okay. Was haben wir denn dann? Eine Feder, fettiges Papier. Hammer. Kannst du es... Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ja, Wortspiel. Mit dem Hammer hinhauen. Keine Ahnung. Wir gehen zur Seitenstraße. Was haben wir denn da? Eine Bananenschale. Fass ich nicht an. Okay. Eine Bananenschale. Boah. Okay. Nee, die fasse ich lieber nicht an. Okay. Ich wühl nicht im Müll rum. Jedenfalls nicht mehr. Okay. Pfütze. Und dann? In die Jackentasche stecken? Ja, natürlich. Jeder kennt das und hat eine Pfütze in der Tasche. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Jetzt klingelt auch noch das Telefon, aber wir lassen jetzt mal klingeln. Okay. Oh, Schlüssel mit Maisresten. Nehme ich sehr gerne. Okay. Bilder. Ah. Pater Roy. Hey, was geht, Padre? Mann, okay. Kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pater, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Sehr gesprächig. Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Okay, na dann, beten Sie fleißig weiter, Pater. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach?
Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea gefeiert haben. Und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea. Das ist ein Ja, oder? Ha, Sie, alter Fuchs, Sie. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Dann gehen wir mal zu Elaine. Ah, laufen Sie nicht weg. Das war doch... War das Elaine? Ah, Flaschen, okay.